Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, diese Regierung und diese CDU sind sich, wie es die Zeitung Junge Freiheit kürzlich schrieb, in einem Punkt einig. Den Preis für die andauernde Masseneinwanderung haben die einheimischen Bürger zu bezahlen, in finanzieller, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Und dies nicht zuletzt mit dem Verlust von Lebensqualität, Sicherheit sowie in einer erschreckend hohen Zahl von Fällen mit dem Verlust des eigenen Lebens. Jedes Jahr werden Asylanwanderer von der Zahl einer Großstadt wie Leipzig, Düsseldorf oder Bremen zusätzlich versorgt und vor allem auch untergebracht. Die über 1 Million Ukrainer noch gar nicht eingerechnet. Der vorhandene Wohnraum reicht einfach nicht aus. Aber trotz aller finanziellen Verschleierung durch Sie und die mediale Schützenhilfe kann eine Migrationspolitik, die auf der organisierten Leugnung von Fakten und Zahlen beruht, auf Dauer nicht aufgehen. Die Folgen sind überall zu sehen. Die Angebotsmieten in Berlin steigen um 27%. Überall fehlen Sozialwohnungen. In Thüringen werden 2.500 Wohnungen exklusiv für ihre Asylforderer saniert. Herzlichen Glückwunsch. Ein Experte aus dem Wohnungsbereich sagte jüngst im Fokus, Zitat, wir haben in den großen 7 Städten in Deutschland einen Leerstand von weniger als 0,2%. Es gibt da keinen verfügbaren Wohnraum. Wir haben Zuzug. Wir werden im Jahr 2024/25 die dramatische Situation erleben, dass über 1 Million Menschen keinen Wohnraum finden werden. Zitat Ende. Und im Antrag der CDU geht es einzig und allein darum, Zitat aus ihrem Antrag, schneller und unbürokratisch Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte zu schaffen. Zitat Ende. Der Antrag der CDU ist so, als wenn man bei einem Wasserrohrbruch einfach einen weiteren Eimer dazustellt, statt den Haupthahn abzudrehen. Und diese Migrantenflut, um im Bild zu bleiben, wird immer weitergehen. Und genau deswegen heißt es auch nicht mehr, wir haben Platz, sondern, wie es gerade auch die CDU-CSU hier mit Blick auf alte Leute und sozial Schwächere ausgerufen hat, macht Platz. Die Einheimischen werden durch eine migrantensüchtige Politik rücksichtslos aussortiert. So wie in Lörrach, als Mieter aus ihren Häusern verdrängt wurden, um Migranten Platz zu machen. Oder in Berlin-Wedding, wo pflegebedürftige alte Menschen ihres würdigen Lebensabends beraubt wurden. Die Asylgewinnler der Diakonie leben lieber Asylanwanderer auf, weil sich damit mehr Steuergeld abkassieren lässt. Und dabei ist es nur eine mathematische Frage, wie viele Wirtschaftsmigranten, die gar keinen Schutz brauchen, auch nicht suchen, in unseren Wohnungsmarkt und Sozialsystem einwandern, bis alles kollabiert. Danke. Danke aber an alle Menschen in Mecklenburg, in Bernkastel-Kues, an der Mosel, in Prenzlau, in Brandenburg, in Böhlen, in Sachsen. An die Menschen, Herr Beckham, letzter die Satz, das bitte. Haben, was Ihnen hier allen fehlt, letzter Satz, Liebe zur Heimat, ein Herz für alle Deutschen und alle Einheimischen.